Das Erste. Herzlich willkommen bei Wer weiß denn sowas? Das zweite Spiel. Der Moment der Wahrheit. Für welches Team entscheidest du dich? Wissen Sie eigentlich, dass das Durchschnittsalter bei den Deutschen, in dem sie zu Hause im Elternhaus ausziehen, bei 23,7 Jahren liegt? Wir haben zwei wunderbare Teams, die heute hier gegeneinander spielen. Und ich freue mich natürlich auch sehr über unser Publikum hier im Studio. Und wir schauen mal, wie sich das Publikum heute entschieden hat, was Sie glauben, wer heute hier das Rennen macht, welches Team gewinnt. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Zwölf Fragen für jede richtige Antwort, 500 Euro. Und beide Teams haben auch heute wieder einen Publikumsjoker. So, jetzt wollen wir aber mal schauen, welche 12 Kategorien sind heute hier im Angebot. Hier sind sie, hier ist die Wand. Das sind die heutigen 12 Kategorien. Umwelt, Down Under. Einkaufen, deutsche Sprache, Reptilien, Technik, Trick 17, das Fragezeichen Frankreich, Elden ist Grünes, Musik und Wunder der Natur. Und wie immer darf das Team die erste Kategorie wählen, das mehr Menschen hinter sich hat. Was soll eure erste Kategorie sein? Technik spricht mich an. Ja, das ist doch gut! Wir hätten gerne Technik. Warum warnt die Bundesnetzagentur vor Funkkameras mit dem Aufdruck nur für den Export? A. Sie stören das heimische Funknetz. B. Sie lassen sich zu leicht hacken. Oder C. Sie können sich beim Anschluss an deutsche Steckdosen entzünden. Antwort A. Also die Bundesnetzagentur ist ja für Netze zuständig. Vielleicht stört ja das heimische Funknetz. Wäre B möglich? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Alle elektrischen Geräte, die in Deutschland in den Handel gebracht werden, müssen international und national festgelegten Normen und Standards entsprechen und mit CE gekennzeichnet sein. Geräte mit dem Aufdruck nur für den Export bestimmt, sind dagegen nicht für den Gebrauch in Deutschland gedacht. Daher warnt die Bundesnetzagentur vor solchen Funkkameras. Sie nutzen die Frequenzen des Flugnavigationsfunkdienstes und stören massiv das heimische Funknetz von Telefon, Radio und Fernsehen. Die ersten 500 Euro sind auf dem Konto. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Finde ich gut. Was kann helfen, wenn ein Handy-Ladekabel mit Micro-USB-Stecker ausgeleiert ist und nicht mehr richtig einrastet? A. Kugelschreibermine. B. Klarsichtfolie. Oder C. Stecknadel. Das glaube ich nicht. Es kann natürlich sein, dass wenn du Klarsichtfolie ein bisschen über diesen Stecker packst und das abkratzt. Aber eigentlich macht Stecknadel am meisten Sinn. Das ist, dann ist eine kleine Lücke.
steckst, darfst du nur nicht zu tief reinstecken, sonst machst du das Ding völlig kaputt, glaube ich. Also, komm her, wir wissen es nicht, wir können nur raten und ich glaube, wir raten mal B. Ihr entscheidet euch für B. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Handykabel mit Micro-USB-Stecker neigen dazu, nach einiger Zeit auszuleiern. Dies liegt vor allem daran, dass die an der Unterseite des Steckers befindlichen Pins eingedrückt werden. Um dies zu beheben, hilft eine Stecknadel. Hiermit vorne unter den Pin stechen und diesen nach oben drücken. So können beide Pins wieder aufgerichtet werden und der Stecker rastet besser ein. Also, leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. Also, nächste Frage. Was sagst du zu Down Under? Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Wir hätten gerne Down Under. Die in Australien gelegene Farm Anna Creek Station A ist eine der bekanntesten Filmkulissen aller Zeiten. B ist größer als Mecklenburg-Vorpommern. Oder C beherbergt den gefährlichsten Streichelzoo der Welt. Ich würde raten. Wäre C eine Option? Von den 10 giftigsten Tieren der Welt leben 9 in Australien. Oh, A vielleicht? Das ist ja generell albern. Ich nehme C. Ja, also wir loggen C ein. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Im Bundesstaat South Australia liegt die 1863 gegründete Anna Creek Station, eine auf Rinderzucht ausgerichtete Farm. Abhängig vom jährlichen Niederschlag in der trockenen Region können einige 10.000 Tiere dort leben. Mit ihrer immensen Fläche von 23.677 Quadratkilometern ist die Anna Creek Station die mit Abstand größte Rinderranch der Welt. Und größer als Mecklenburg-Vorpommern. So, es bleibt bei 500 Euro. Wir machen weiter, nächste Kategorie. Nimm es doch einfach. Wozu dienen Magnetstreifen im Boden vieler Ausgänge und Ausfahrten von Supermärkten? A. Sie erleichtern den Mitarbeitern die jährliche Inventur. B. Sie verhindern den Diebstahl von Einkaufswagen. Oder C. Sie helfen, das Einkaufserlebnis zu personalisieren. Ich verstehe die Frage nicht und deswegen bleibt für mich nur A übrig. Okay, schließen wir mal C aus. Ist doch Blödsinn. Doch, komm, wir nehmen B. Dann nehmt ihr B. Hier ist die Lösung. In immer mehr Supermärkten befinden sich Magnetstreifen im Boden der Eingangstüren oder an den Ausfahrten der Kundenparkplätze. Grund dafür sind steigende Kosten durch gestohlene Einkaufswagen. Die Magnete lösen beim Überfahren einen Mechanismus aus, der die Räder blockiert. So lässt sich der Einkaufswagen nicht mehr manövrieren. Ein Großteil der Diebstähle wird so direkt an der Ladentür gestoppt. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. So, ihr seid dran. Schwere Entscheidung. Umwelt vielleicht? Bei Umwelt kann es etwas geben, was man weiß, was man mal gehört, was man gelesen hat. Wir hätten gerne Umwelt. Was wird neuerdings für die Reinigung von belastetem Wasser erprobt? A. Geschredderte Baumrinde, B. Gegorenes Olivenöl oder C. Gehackte Bananenschalen. Was hältst du von B? Das finde ich total gut, das gefällt mir. Könnte es A sein? Also, ich habe keine Ahnung. Wir loggen B ein. Also, ja. B ist eingeloggt und hier ist die Lösung. Wissenschaftler der staatlichen Universität São Paulo in Brasilien untersuchten 2011, wie mit Schwermetallen belastetes Wasser umweltfreundlich und kostengünstig gereinigt werden kann. Dabei stießen sie auf gehackte Bananenschalen. Die enthaltenen chemischen Stoffe wie Carbonsäuren können Metallionen binden. Bis zu 11-mal kann eine Schale benutzt werden, ohne ihre Wirkung zu verlieren. In Zukunft sollen so umweltfreundliche Wasserfilter für Industrieanlagen entstehen.
Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Wir machen weiter. Das ist eine gute Idee. Welches seltene Naturphänomen ist auf Trinidad zu finden? A. Höhle, in der Temperaturen von über 90 Grad Celsius herrschen. B. Berg, der aus gummiartigem Material besteht. Oder C. See aus natürlichem Asphalt. Das glaube ich nicht. Ja, irgendwie lächelt mich das auch an, obwohl ich keine Ahnung habe. C schon mal nicht. Wir nehmen C. Ihr nehmt C. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Auf der karibischen Insel Trinidad ist ein ungewöhnliches Naturphänomen zu finden. Über ca. 40 Hektar erstreckt sich der La Brea Pitch Lake, ein See aus natürlichem Asphalt. Dabei handelt es sich um eine zähflüssige, dunkle Masse, die zum Teil ausgehärtet ist. Vermutet wird, dass durch das Aufeinandertreffen der karibischen und der südamerikanischen Platte Druck entsteht, der Erdöl nach oben befördert. Durch den chemischen Prozess der Anreicherung bildet sich an der Erdoberfläche der Asphaltsee. 1000 Euro! So, wie machen wir denn weiter hier? Oh, Frankreich klingt doch interessant. Entscheid du mal. Frankreich, bitte. Laut einem Erlass aus dem Jahr 1790 hatte jeder Franzose bis zum Jahr 2014 ein Recht darauf, A. sich auch in der Ferienzeit in seinem Viertel ein Baguette zu kaufen, B. seinen Karren straffrei vor jeglichen Regierungsgebäuden zu parken oder C. Wein in geringen Mengen auch ohne Lizenz weiterzuverkaufen. Wie stehst du zu A? Das klingt für mich total schlüssig. Wäre B eine Möglichkeit? Also B würde ich ausschließen. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Hier ist die richtige Antwort. Ein Gesetz aus dem August 1790 wies die lokalen Verwaltungen in Frankreich an, sämtliche legalen Maßnahmen zu ergreifen, um die Brotversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Wer als Bäcker seinen Laden einfach für ein paar Tage schließen wollte, musste dies bei seiner lokalen Behörde anmelden. Denn auch in Ferienzeiten sollte jeder Franzose in der Lage sein, in seinem Viertel ein Baguette kaufen zu können. Erst 2014 wurde das Gesetz schließlich aufgehoben. Was man hier alles lernt, oder? 1000 Euro. 500 sind gerade dazugekommen. Nächste Kategorie. Wir können auch das Fragezeichen nehmen, das ist eh egal. Mit einer heißen Rolle lassen sich A. Zimtschnecken perfekt in Form drehen, B. Kratzer in Autoblechen behandeln oder C. Verspannungen zu Hause wirksam behandeln. Keine Ahnung. Ja, nein. Das kann ja eigentlich nur C sein. A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Ja, wer weiß. Ne? Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Für eine heiße Rolle werden zwei Handtücher längs gefaltet und nacheinander aufgerollt, sodass eine Art Trichter entsteht. Danach wird vorsichtig ein Liter heißes Wasser hineingegossen. Mit kurzen, kräftigen Druckbewegungen wird die Rolle nun an den gewünschten Stellen aufgelegt. Sie gibt die Wärme langsam nach außen ab. So wird die Durchblutung gefördert, das Gewebe gedehnt und Muskelverspannungen werden gelindert. Es bleibt bei 1000 Euro. Wir haben noch vier Kategorien und eine nächste für euch. Musik gefällt mir. Wir schließen jetzt erstmal das aus. Lass uns einfach Reptilien nehmen. Ja, da sind wir uns auch einig. Reptilien, bitte. Krokodile. A. Sind die nächsten lebenden Verwandten der Vögel. B. Haben sich ursprünglich vegetarisch ernährt. Oder C. Haben eine angeborene Angst vor bunten Papageien. Eventuell B.
haben sich ursprünglich vegetarisch ernährt. Warum nicht? Ich meine, die essen ja auch Steine, unter anderem um zu schwimmen, aber Vögel machen das, um Nahrung zu zerkleinern und die sind ja auch oft vegetarisch. Was sagst du zu A? Die Frage ist, ob sind Krokodile Dinosaurier, Reste der Dinosaurier? Und damit den Vögeln sehr artverwandt, weil Vögel ja auch die direkteren Nachfahren der Dinosaurier sind. Wir nehmen A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Kann das wirklich sein? Rund 200 Wissenschaftler aus 20 Ländern haben 2014 in einem Mammutprojekt das Erbgut von 48 Arten heute lebender Vögel entschlüsselt. Und zweifelsfrei festgestellt, sie sind direkte Nachfahren der Archosaurier, einer Reptiliengruppe, von denen auch die Flugsaurier und Dinosaurier abstammen. Und ihre nächsten lebenden Verwandten sind laut Genomkartierung tatsächlich Krokodile, ebenfalls Nachfahren der Archosaurier. Krokodile sind also enger mit Vögeln verwandt als mit anderen Reptilien. Also, richtige Antwort, 1500 Euro. Noch drei Kategorien haben wir zu spielen. Völlig egal. Was sollte beim Umgang mit Spinat beachtet werden? A. Nach der ersten Zubereitung die Reste schnell kühlen. B. Während des Kochens nicht abdecken. Oder C. Vor der Verarbeitung mit Zitronensaft besprühen. Also A schließe ich erstmal aus. Was ist denn da so drinne? Eisengedöns sagt man ja eigentlich. Aber was ist denn da drinne? Wenn du das abdeckst, geht das nicht raus, der Dampf, sondern bleibt drinne. Vor der Verarbeitung mit Zitronensaft besprühen. Das heißt, bevor du den klein schneidest oder was, mit Zitronensaft besprühen. Das macht irgendwie mehr Sinn, aber mich stört irgendwie halt dann. Komm, wir nehmen jetzt B. Wir haben B eingeloggt. Wir werden es sofort überprüfen. Spinatpflanzen sind reich an Nitraten. Sie nutzen die Salze aus dem Boden als Stickstoffquelle zur Proteinbildung. Nitrate aber werden durch Bakterien zu giftigen Nitriten umgewandelt. Aus ihnen können durch andere Lebensmittel oder während der Verdauung krebserregende Nitrosamine entstehen. Um dem entgegenzuwirken, muss das Bakterienwachstum durch Kälte verlangsamt werden. Dafür den gekochten Spinat nach der ersten Zubereitung in ein Gefäß umfüllen und schnell zum Kühlen in den Kühlschrank stellen. Es bleibt bei 1000 Euro. Eine Frage noch für beide Teams. Musik gefällt mir. Oh, gefährlich. Wir nehmen deutsche Sprache. Wo liegt der Ursprung des Wortes Orientierung? A. In der Antike war das Sternbild Orion maßgebend für die Seefahrt. B. Im europäischen Mittelalter war Osten auf den Weltkarten oben. Oder C. Marco Polo passte seinen Weg der aufgehenden Sonne an. Wie stehst du zu A? Also, in der Antike war das Sternbild Orion maßgebend für die Seefahrt, das glaube ich nicht. Fällt dir zu B was ein? Also, B würde ich ausschließen. Wie findest du C? Marco Polo passte seinen Weg der aufgehenden Sonne an. Nee. Das ist was fürs Publikum, oder? Ihr nehmt den Publikumsjoker. Wer weiß das? Stehen Sie ruhig auf. So, wer soll es beantworten? Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ich denke ja. Ich glaube, Antwort B ist richtig. Das habe ich irgendwo schon einmal gehört. So, wir haben B eingeloggt. Hier ist die Lösung. Jerusalem war im Mittelalter von so herausragender Bedeutung, dass es auf vielen europäischen Weltkarten als Nabel der Welt galt. Die heilige Stadt war umgeben vom Orient. Und da die Europäer das Paradies im Osten sahen, wurden die Mappae Mundi geostet, also so ausgerichtet, dass der Orient oben war. Hiervon leitet sich das Wort Orientierung ab. Doch die nach Norden zeigende Kompassnadel wurde für die Seefahrer das neue Maß aller Dinge, sodass sich im 19. Jahrhundert die Nordung der Weltkarten durchsetzte.
Ja? Also 2000 Euro auf eurem Konto. Eure letzte Frage. Musik. Was haben Pink Floyd, Iggy Pop, Jethro Tull und die Commodores gemeinsam? A. Sie wurden in die Hall of Fame der Backsteinhändler aufgenommen. B. Sie hatten mindestens einen Nummer-1-Hit in der Vatikanstadt. Oder C. Die Bandmitglieder wohnten 1965 in der gleichen WG. Pink Floyd hatte The Wall, Jethro Tull hatte Thick as a Brick und Iggy Pop muss dann auch irgendwas. Also hat alles was mit Stein zu tun. Das ist schon mal völliger Quatsch. Wie sicher bist du dir denn bei C? Eine sehr schöne Frage fürs Publikum. Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt es zu wissen? Ja, stehen Sie ganz kurz auf einmal. Ihr müsst euch entscheiden. Du glaubst die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich tendiere eindeutig zu Antwort A. Ja, darüber habe ich eine Doku gesehen. A ist eingeloggt. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Pink Floyd, Iggy Pop, Jethro Tull und die Commodores. Trotz ihrer unterschiedlichen Musikstile eint sie eine Gemeinsamkeit. Da sie Lieder wie Another Brick in the Wall von Pink Floyd oder ganze Alben wie Brick by Brick im Falle von Iggy Pop nach Backsteinen benannten, wurden sie in die Hall of Fame der National Association of Brick Distributors aufgenommen. Die Vereinigung der Backsteinhändler ehrte die Bands damit für ihre besonderen Verdienste für Amerikas Lieblingsbaumaterial. €1.500 auf eurem Konto. So, damit sind alle 12 Fragen beantwortet. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Das Team Bernhard, ihr seid bei 2000 Euro. Das Team Elton, 1500 Euro. Beide Teams haben ja jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Also es ist ja noch gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage. Wir kommen jetzt zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Sprache. Beide Teams geben ihren Geldbetrag ein, den sie setzen möchten. So, beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Hier kommt die Masterfrage. Was ist laut einer Studie des Duden das häufigste Substantiv in deutschsprachigen Texten? A. Land, B. Mensch oder C. Jahr? Ihr habt jetzt 20 Sekunden Zeit. Wir schauen, was die Teams gesetzt haben. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams getippt? Das Team Bernhard hat gesetzt auf Antwort B. Das Team Elton hat getippt auf Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Land ist nicht das häufigste Substantiv. Das ist auf Platz 11. Jahr für Jahr werden viele deutschsprachige Texte geschrieben. Auf Platz 1, das häufigste Substantiv in deutschsprachigen Texten ist... Ja! Das heißt, beide Teams fallen auf Null zurück. Kein Geld für unser Publikum. Sowas für heute. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, haben wieder ein bisschen was mitgenommen. Vielen Dank an unsere beiden Teams.